Hi, willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy XII, Zodiac Age. Wir sind im größten Dungeon des Spiels. Ja, hier müssen wir mehrere kleine Rätsel lösen. Und zwar ist dieser Standortwechsler sehr, sehr inaktiv. Den müssen wir aktivieren. Arkanische Zeichen leuchten posierend auf. Unsterblich sind wir, die Erbauer dieses Turms, der gar den Himmel zu übertragen mag. Die Schneise des Lebens ward von uns erdacht. Das Fatum wird diktieren, das nicht den Lebenden vermacht. Wahre Stärke, tiefgründige Weisheit, dämonische Mist, alles sollst du haben oder du bist dem Verderben geweiht. Steht auf der rechten Seite das Gleiche? Nee? Was anderes. Drei schwarze Portale, drei treue Diener, denen wir vermachten einen Teil unserer Macht. Ja, das ist ein kleiner Hinweis. Wir müssen hier drei Bosse besiegen. Und wir müssen dieses Ding hier aktivieren. Geopfert werden hier die Schattenperlen, die den Herzen des Bösen entspringen, um zu brechen das Siegel verfluchter Portale. So, das ist ein kleiner Hinweis von Spiel. Wir müssen schwarze Perlen sammeln. Wie bekommt man die? Ist relativ einfach. Man muss hier Gegner umklatschen und die hinterlassen die manchmal. Da sieht man schon, da ist so eine Schattenperle. So, die müssen wir jetzt sammeln. Und zu diesen Dingen bringen, was wir eben angesprochen haben. Oh, das war ein Mimic. Ich weiß nicht, wie viele man davon sammeln muss. Ich glaube 4 oder 5. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Vielleicht kriegen wir ja einen weiteren tollen Hinweis von der Verkündung hier. Sterblicher, auserwählt und mit Allmacht gesegnet, sollst du die Stufen des Turmes erklimmen. Der Turm greift nach dem Himmel, dort schläft es, das Gespinst der Sonne, der Beweis unseres Paktes. Na, okay, nicht so ganz hilfreich. Dass man den Turm erklimmen soll, ist, versteht sich, glaube ich, von selber. Mächtige Pferde, die gebufft sind. An die Gegner von da oben komme ich nicht ran. Muss ich erst hier hin. An die Truthähne hier. Meine ganze Party ist vergiftet. Ah, da ist eine Kugel, die jetzt weg ist. Okay. Habe ich nicht aufgepasst. Suche die Schattenperlen. Leblose Magit wohnt den leuchtenden Gebilde innen. Sie sind die stützende Kraft und das Richtfeuers Fundament. Ja, hier nochmal der Hinweis, dass man schwarze Perlen sammeln muss. Auch wenn die gar nicht so schwarz sind, sondern eher blau. Da ist wieder eine. Und ihr beiden bewacht einen Krug. Ist da was Tolles drin? Da haben wir wieder eine Perle. Ich glaube, die reichen sogar langsam. Es ist schon wieder eine Mimik. Ich werde nur verarscht. Ah, da hinten ist die Karte des Gebiets. Richtfeuerkarte des ersten Aktes. Right.
Hier haben wir jetzt die Karte. Da oben, das nächste Stockwerk ist auch schon zu sehen. Also, man sieht schon, wir haben ein bisschen vor uns, ne? Ah, da ist schon wieder ein Mimik drin. War eigentlich zu erwarten. Ich habe hier noch keinen Krug gesehen, der kein Mimik war, oder? So, die Schattenperlen sammeln wir eigentlich nur für diese Tür hier. Ein starker Zauber hält das Portal verschlossen. Etwas muss getan werden, um den Zauber aufzuheben. So, das Geheimnis ist einfach, wir müssen Schattenperlen sammeln. Dann in diesen komischen Teil einfügen, was wir schon gesehen haben. Und dann kann man diese Tür öffnen. Und dahinter ist ein Boss, der quasi verhindert, dass der Transporter am Anfang des Gebiets aktiviert ist. Das heißt, sobald wir den besiegen, funktioniert der Transporter, der uns weiter nach oben bringen wird. So, Schattenperlen habe ich, glaube ich, genug mittlerweile. Also sammeln brauche ich nicht mehr. Die will er auch nicht einsammeln anscheinend. Hat er irgendwas fallen gelassen? Ja. Ist das eine Mimik? Oh, mal nicht. Oh Wunder, oh Wunder. Wir geben mal kurz die ganzen Bereiche ab. Vielleicht finden wir ja noch interessante Krüge. Auch wenn wir eigentlich schon alles haben, um eigentlich weiterzukommen. Einer der Krüge wird eine Mimik sein. Der nicht. Der ist es. So. Da kommen wir wieder an Anfang raus. Das möchte ich aber allerdings gar nicht. Ich will da unten hin. Das ist nämlich, glaube ich, so ein Teil für, dass die Tür zum Boss frei macht. Der müsste hier jetzt irgendwo stehen. Ich glaube, auf beiden Seiten gab es einen. Ja, da ist einer. Gibt es hier sonst noch was? Nein, nur eine Sackgasse. So, Schattenperlen opfern. Das erste. Achso, man muss beide brechen. Okay, das hatte ich vergessen. Dann. Na komm, wir hauen ihn um. Müssen wir auf die andere Seite. Vielleicht braucht man dann nur zwei Schattenperlen, weil ich habe eigentlich nur eine geopfert, wenn ich das richtig gesehen habe. Das zweite Bandsiegel wurde gebrochen. So. Oh, ich glaube, es gibt noch ein drittes, ne? Da, in dem Bereich. Oh, hier habe ich einen Krug vergessen. In dem Bereich scheint es noch einen zu geben. Den scheine ich übersehen zu haben. Das wird von der Karte jedenfalls so Sinn machen. Ja, lass mich in Ruhe, Mann. Ich habe keine Zeit für dich.
Ja, hier ist eine Sackgasse und dann müsste hier jetzt so ein Ding sein, ne? Ja, da ist eins. Okay, dann braucht man 3 Schattenperlen. Was nicht wirklich viel ist. Der Band des Schattens hat seine Kraft verloren. Ah, auch, wird auch wunderschön mit Ausrufezeichen markiert, dass auch jeder erkennt, was hier Phase ist. Auch hör mal mit Lehm auf, ey. Eigentlich kann es mit Mittiger heilen. Also so schlimm ist es nicht. Könnte schlimmer sein. So! Was ist da? Oh, da habe ich Krug übersehen. Ein paar Federstiefel. Jetzt spontan würde ich sagen, die machen Schwebe. Das ist richtig stark. Ein Accessoire, was mich in Autohast versetzt. Öffne das Portal, betrete die Blutbühne des Grauens, die von ersten Faktum behaust ist. Unwissenheit, ein Zurück gibt es nicht. Okay, wir öffnen das Portal. Ich glaube, hier gab es einen Trick. Man darf nur eine bestimmte Anzahl an Schritte oder so machen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das geht. Oder wo genau ich hin muss. Also wenn man eine gewisse Anzahl an Schritten gemacht hat, dann sieht man ja, wird man geportet. Ah, da oben ist der Boss. Nee. Sieht nur so aus. Gehen wir da lang. Ah, da ist er, okay. Okay, anscheinend, wenn man in die falsche Richtung oder so geht, wird man dann wieder an Anfang geportet. Ich weiß es nicht mehr genau, aber das sieht für mich gerade so aus. Ja. Wir haben hier ein sehr entzückendes Kerlchen. Hast du irgendwelche Buffs? Prost, Valom. Ja, die nehmen wir dir mal gleich weg. Was hier? Walte deines Amtes. Das ist ein Boss, den ich nicht so schwer finde, um ehrlich zu sein. Vor allem, wenn man ihm seine Buffs wegnimmt. Er kann mich zwar blind machen, wie man hier sehen kann, aber das kann man ja relativ zügig wegheilen. So, jetzt hat er einen kleinen Buff auf sich gezaubert. Für eine gewisse Zeit kann man ihn magisch und physisch nicht angreifen. Das haben mehrere Bosse in Endgame jetzt. Meist einmalig. Also muss man einfach ein bisschen Zeit totschlagen. Der Buff verpufft irgendwann. Dass er das kann, ist auch nicht problematisch, weil ihr seht es ja, wirklich gefährlich ist er nicht. Da war der Wächter aus der letzten Folge vor dem Tor weitaus gefährlicher. Langsam könnte aber mal dein Buff verpuffen, oder?
Wir können dir nichts und du kannst uns eigentlich auch nichts. Komm schon, wir haben langsam jetzt Zeit. So, jetzt. Jetzt können wir ihn wieder hauen. Kann Ash oder Dings nicht Courage oder sowas? Sie kann das nicht. Kann Basir das? Er kann das auch nicht. Courage ist eigentlich ein sehr, sehr nützlicher Zauber. Der tut unseren physischen Angriff verstärken. Mit Wahr mache ich zum, habe ich zum Beispiel eben 2-4 Schaden gemacht. Mit Courage würde ich 3-6 Schaden machen. Also 50% von meinen aktuellen Schaden würde ich dann mehr machen. So, das war's mit der Schildkröte. Auch wenn sie keinen Kopf hat. Das Bannsiegel des Standortwächsters wurde aufgehoben. Genau. Und das wollen wir. Weil jetzt können wir mit dem Standortwechsler dann weiter nach oben. Wir müssen jetzt bloß wieder zum Anfang hin. Ich finde, man hätte mich auch einfach dahin porten können. Hier muss man ja sowieso durch, um zu diesem anderen Gerät zu kommen. Naja, ist egal. Die Gegner im unteren Teil des Richtfeuer sind noch relativ human. Ich finde die Gegner, die draußen sind, eigentlich viel, viel gefährlicher. Halt die Morbole, ne? Auch wenn sie ikonische Gegner sind, ich hasse sie. So, ja, wir heilen uns mal kurz auf. Bevor wir weiter nach oben gehen. So, jetzt sind wir quasi auf der zweiten Etage. Das Richtfeuer hat wie so eine sehr, sehr fiese Mechanik, sobald man sehr weit da oben ist. Das musste ich mal auf schmerzhafte Weise erfahren. Und zwar, es gibt mehrere dieser Standortwechsler. Zum Beispiel auch ganz oben in Richtfeuer.
Problem ist, wenn man den betätigt, dann wird man zum Eingang teleportiert. Und man kann sich nicht zurück teleportieren, es geht nur in eine Richtung. Das ist ein bisschen fies. Den Himmel anschreiben, suche die kreuchenden Gesichter, deren hauptgrüne Flammen küren. Erlischt die grüne Flamme, wird das Feuer zu steinenden Quadern, die einen unsichtbaren Weg pflastern. Okay. Was immer das heißen mag. Ach so. Jetzt weiß ich wieder, was hier verlangt ist. Man kann hier diese Viecher umboxen. Und ja, dann erscheinen hier Treppen. Gibt eine kleine Einschränkung bloß. Es gibt Viecher mit roter Flamme und Viecher mit grüner Flamme. Und es gibt Illusory Walls. Willkommen in Dark Souls. Nein, Spaß beiseite. Ein Dämonenschild. Okay. Kann Basir damit was anfangen? Könnte er. Alter, der ist richtig krass, oder? 13 mehr! Damit kann er auf jeden Fall was anfangen. Jetzt muss ich nur noch ein Lizenzbrett finden. Da haben wir ihn. Dann rüste den mal gleich aus. Ja, um zurück zu der Mechanik hier zu kommen. Es gibt halt diese Viecher, die grüne oder rote Flammen haben. Es gibt, glaube ich, hier am Anfang gibt es nur die grünen Viecher, aber später kommen rote dazu. Und die roten sorgen dafür, dass die grünen Treppen, die ich bereits aktiviert habe, wieder weggemacht werden. Da muss man ein bisschen aufpassen, vor allem wenn man mit Gambit spielt, dass die KI nicht die roten Typen auf einmal umlegt. Man sieht hier, die sind relativ schnell besiegt. 4-5 Schläge. Eine Lederkrause. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Etwas, was ich schon habe, ne? Steige kritischen Zustand, Magie. Ja, diese Items, die in kritisch Zustand steigern, finde ich nie gut. Eigentlich. So, das ist, glaube ich, was Optionales, wohin dieser Treppe führt. Hier geht's weiter eigentlich. So, jetzt ist die nächste Treppe unten erschienen, ne? Ja, eine fehlt noch. Man kann das ein bisschen tricksen jetzt bei. Man kann ein bisschen Zeit verstreichen lassen, dann erscheinen diese Gegner wieder. Was man allerdings nicht machen darf, ist den Bereich verlassen, weil dann wird es resettet. Dann sind die Gegner zwar alle wieder da, aber auch die Treppen sind resettet. Ah, es dauert mir jetzt zu lange. Das ist sowieso nur was, wo Items sind. Nicht so ganz interessant. Da haben wir noch einen. Ich weiß nicht, ob er dazu zählt oder ob der schon im neuen Bereich. Macht. Ein Drachenhelm. Das ist doch bestimmt was für Waren, oder? Ja. Ja, HP gehen etwas runter, aber Abwehr geht halt hoch und Stärke vor allem. So, haben wir irgendwo hier eine Narrenwand? Ich fühle mich echt in Dark Souls versetzt, aber... Okay. So, dann kommt man hier durch.
Ich habe Blödsinn erzählt. Es ist doch nicht was Optionales. Es ist der richtige Weg. Da habe ich das verwechselt. Dann kommt das später noch. Okay, dann muss ich mich hier ein bisschen genauer noch umgucken, ob hier noch irgendwas ist. Da kam eben Ausrufezeichen, aber es war, glaube ich, das Ding zum Lesen, ne? Ja. Pfadfinder, der du die kreuchenden Grünen das Leben aushauchtest, ist die heiße Flamme ihrer Leben erloschen, während sie doch als Stein für immer und ewig. Deeper Shit. Okay, aber hier gibt es anscheinend nichts weiter zu finden. Wir gehen einfach immer weiter den Turm hoch. Wir sind immer noch ganz, ganz weit entfernt, um oben anzukommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Stockwerke es gibt. Es sind aber, glaube ich, knapp 100. Und wir sind in Stockwerk 17. So, ab diesen Stockwerken muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Da geht diese Treppenmechanik weiter. Und ab diesen Stockwerk kommen, glaube ich, rote dazu. Wenn ich mich nicht irre. Da haben wir noch einen Grün. Hier haben wir vor allem eine Narrenwand, die wir einhauen können. Die mich zu einem Geldbetrag gibt. Ich glaube, hier müsste noch eine Narrenwand sein, oder? Oder verwechsel ich das mit später wieder? Ich glaube, es kommt später. Der Preis war jetzt nicht ganz so dolle. Ungestümer Visionär! Der Torheit sei dir verziehen, wenn du einzig deinen Augen traust. Geblendet wird deine Seele von den von dir Erblickten sein. Höre auf dein Herz und lasse Vorsicht walten. Findest du nicht den wahren Weg, so wirst du nie zum Gespinst gelangt, dass diese Welt eine zweite Sonne ist. So, wir gehen einfach weiter nach oben. Da ist das nächste Ding, was mir eine Treppe ermöglicht. Das ist, glaube ich, wieder eine Wand zum Einreißen. Wenn ich mich nicht irre, ja. Was gab's hier? Hier kommt man weiter nach oben, aber das ist, glaube ich, gar nicht mal so richtig. Ist auf jeden Fall ein optionaler Weg. Achso, da ist eine weitere Wand zum Einreißen. Ich glaube, damit umgeht man einfach nur den Weg hier. Erstmal ernsthaft, wozu ist das gut? Hier gab es ja keine Krüge, nix. Oh, hier sind viele Grüne. Okay, kein Roter dabei. Wenn viele auf einen Punkt stehen, könnte das halt möglich sein. So, das waren alle. Sehr gut. Hier kommt man noch rüber zu einem Item, aber dazu muss man wieder ein paar Grüne eliminieren. Und wir sind auch schon am Ende der Folge. Wir gehen weiter nach oben in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao!